Wisst ihr, was wir schon voll lang nicht mehr gemacht haben? Ein Mittagessen, ein Low-Carb-Mittagessen, das lange satt macht. Ich zeige euch heute wunderbare und nicht nur gesund aussehende Crepes mit Bärlauch und einer krass leckeren Erdnusssoße. Hauptprotagonisten sind heute Spinat und Bärlauch und davon habe ich jeweils 100 Gramm und 50 brauchen wir jeweils für den Teig. Bevor die Spinat-Bärlauch-Mischung in den Mixer kommt, hacken wir sie ein bisschen klein und anschließend ab in den Mixer. Bei mir passen diese 100 Gramm gerade mal so in den Mixer hinein. Falls sie bei euch nicht reinpassen, dann mixt das Ganze halt auf zweimal. Aufgeschüttet wird das Ganze dann mit 400 ml Hafermilch oder Mandelmilch oder einer anderen Pflanzenmilch. Ich bevorzuge hier aber Hafermilch. Die Bärlauchsaison beginnt so ungefähr Mitte März und endet Anfang Mai, wenn der Bärlauch zum Blühen beginnt, dann sollte er vielleicht nicht mehr gegessen werden. Nicht, weil er nicht mehr essbar ist, sondern weil er dann einfach an Aroma und Geschmack verliert. Und da ich ein riesiger Knoblauch-Fan bin, bin ich natürlich auch ein riesiger Bärlauch-Fan. Und das nicht unbegründet. Bärlauch besitzt nämlich dreimal so viel Vitamin C wie Orangen zum Beispiel. Das heißt, wir haben heute in unseren Crepes 150 Milligramm Vitamin C allein durch den Bärlauch. Nicht ganz, beim Braten und Kochen geht natürlich ein bisschen was verloren, aber unser Tagesbedarf sind ungefähr 90 bis 110 Milligramm Vitamin C und da ist das Mittagessen heute schon nicht so schlecht, wie ich finde. Und wir wissen ja, Vitamin C ist ein wahres Supervitamin. Immunsystem stärkend, entgiftend, antibakteriell, antiviral, antioxidativ und antikanzerogen. Mehr Anti fällt mir gerade nicht ein, aber das ist schon mal ziemlich viel, finde ich. Und ein bisschen was zu sekundären Pflanzenstoffen möchte ich auch noch sagen, nur ein bisschen. Einige von euch werden wahrscheinlich schon denken, komm, koch endlich weiter, skip, 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 skip. Aber es gibt noch ein paar coole Dinge über Bärlauch zu wissen. Bärlauch hat natürlich eine ganze Menge sekundärer Pflanzenstoffe, aber von einem besonders viel, Chlorophyll. Und mit 420 Milligramm, deutlich mehr als zum Beispiel Petersilie, Spinat oder auch Brennnessel, die an für sich schon besonders reichhaltig an Chlorophyll sind. Chlorophyll wirkt natürlich antioxidativ, kennen wir von sekundären Pflanzenstoffen, aber vor allem kann es eins, und zwar giftige Schimmelpilze wie Aflatoxine binden und somit deren echt giftige Wirkung drastisch reduzieren. Aflatoxine kommen zum Beispiel in Nüssen vor, sind geruchs- und geschmacksneutral und wirklich, wirklich giftig. Und deswegen empfiehlt es sich immer, Nüsse zum Beispiel in Kombination mit grünem Gemüse zu essen, das reich an Chlorophyll ist. Nicht unbedingt gleichzeitig, aber eben am selben Tag, damit das Chlorophyll die Möglichkeit hat, diese giftigen Schimmelpilze so gut wie möglich zu neutralisieren. So, und jetzt weiter im Rezept. Wir brauchen 400 Gramm Kichererbsenmehl und wie alle Hülsenfrüchte weist auch Kichererbsenmehl einen besonders hohen Ballaststoffanteil auf. Hülsenfrüchte haben ungefähr zwischen 15 und 23% Ballaststoffe und ungefähr zwischen 25 und 35% Proteinanteil. Ich wollte gerade Eiweißanteil sagen. Warum habe ich nicht Eiweißanteil gesagt? Proteinanteil. Und vor allem mit den langen Kohlenhydraten in Kombination sind eben Hülsenfrüchte perfekt für die Low-Carb-Ernährung, denn sie machen so krass lange satt. Wenn ich die Crepes zum Mittagessen um 15 Uhr esse, wieso isst der Ken um 15 Uhr Mittagessen? Wenn man 16:8 macht, kommt man nicht drum herum, so spätestens um 15 Uhr aufzuhören mit dem Essen. Deswegen gibt es bei mir um 15 Uhr was zu essen, zumindest für mich, damit ich gleich in der Früh wieder frühstücken kann. Also nochmal, wenn ich um 15 Uhr diese Crepes esse, komme ich locker flockig durch den Tag bis zum nächsten Frühstück in der Früh. Unsere 400 Gramm Kichererbsenmehl mischen wir mit der Chlorophyllmilch und 2 Teelöffel Backpulver. Rühren dann alles um, bis es echt geschmeidig gut aussieht, schmecken es mit Salz und Pfeffer ab und lassen es dann für ca. 20 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit brauchen wir Erdnussmus, 3 Esslöffel, und schütten ein bisschen Hafermilch dazu. Ich verwende hier Crunchy Erdnussmus ungesalzen, weil ich gerne den Salzgehalt selbst bestimmen möchte und weil Crunchy einfach geil ist. Damit der Kreislauf auch ein bisschen in Schwung kommt, gibt es noch eine Messerspitze Chili dazu. Ich verwende hier Chipotle Chili,
auch wenn was anderes auf dem Glas draufsteht, passiert, wenn man beim Abfüllen die Gläser vertauscht. Chipotle bringt ein bisschen Raucharoma in die Soße, was in Kombination mit den Erdnüssen schon krass gut harmoniert. Bei leichter Hitze bringen wir das Mousse dann zum Schmelzen, bis es ungefähr so aussieht. Kümmern wir uns um den Belag. Brokkoli. Wir schneiden einfach die Röschen vom Brokkoli, aka King of the Kitchen, ab. Wenn euch die Röschen zu groß sind, dann halbiert sie. Ich lasse sie ganz, ich habe einen großen Mund. Der Stiel wird natürlich auch geschält und klein geschnitten. Alles zusammen kommt dann in 95 Grad heißes Salzwasser, das heißt Wasser kurz vorm Köcheln, und wird dann für 2 Minuten blanchiert. Hitze abdrehen, nicht vergessen. Anschließend kommt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und der Brokkoli wird für 2-3 Minuten angeröstet. Die restlichen Spinat- und Bärlauchblätter dazu kurz zusammenfallen lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Muskatnuss ist verdauungsfördernd und stimmungsaufhellend. Man hat mir gesagt, ich könnte 10% mehr Fröhlichkeit gebrauchen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch denkt, dass ich 10% mehr Fröhlichkeit gebrauchen kann. Dann werde ich versuchen, den Schalter auf 11,5 zu drehen. Achtet darauf, dass ihr immer eine ganze Muskatnuss verwendet, denn das Pulver verliert relativ schnell das Aroma. Jetzt wird es Zeit für die Crepes. Einfach den Teig in eine eingeölte Pfanne. Und für alle, die schon mal Crepes gemacht haben, für die dürfte das nichts Neues sein. Für alle anderen, beim zweiten Mal wird es besser. Nach ein paar Minuten wenden wir den Crepe. Für alle, die schon mal Crepes gemacht haben, dürfte das nichts Neues sein. Für alle anderen, glaubt mir, nach dem fünften Mal wird es besser. Es hängt schon krass von eurem Geschmack ab, wie braun ihr die Crepes haben wollt. Wollt ihr sie nicht so braun haben, dann macht den Teig einfach dünner. Und wollt ihr sie braun haben, so wie ich, dann macht den Teig einfach ein bisschen dicker. Wenn das bis hierher echt gut gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da. Und wem es nicht so gut gefallen hat, lasst mir auch ein Abo da. Beim nächsten Mal wird es definitiv besser, versprochen. 10% mehr Fröhlichkeit. So, jetzt wieder zum Wesentlichen. Die Brokkolipfanne einfach auf den Crepe verteilen. Wenn sie euch zu kalt geworden ist, dann macht sie bitte warm. Dann die Erdnusssoße drüber. Wenn sie euch zu dick geworden ist, dann rührt bitte ein bisschen Milch drunter. Und wer kein Problem damit hat, noch ein bisschen Feta drauf zu streuen, der macht das um Himmels Willen bitte unbedingt. Alle anderen streuen sich eine Handvoll Samen oder Kerne drüber. Auch da gilt unbedingt bitte. Denn beides schmeckt Oberaffen geil. Bleibt daheim, bleibt gesund und haut rein.